Quiggle ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Boden, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist die erste Entwicklungsstufe von Keifel und Mamutel. Quiggle ist ein kleines vierbeiniges Pokémon, das hellbraun, dunkelbraun und rosa auftritt. Sein Körper ist von hellbraunem Fell bedeckt und lediglich 7 dunkelbraune Streifen mustern den Rücken. Und der Körper ist sehr gedrungen und kann als Fellknäuel beschrieben werden. Die Beine bzw. die Füße sind nicht sichtbar und das Gesicht setzt sich aus den stets geschlossenen Augen und der horizontal ovalen und rosanen Schweinenase zusammen. Schließlich ist dann hinten noch ein sehr kurzer Schwanz zu erkennen und in seiner Shiny-Form ist Quiggle leicht grünlich gefärbt, die Streifen aus seinem Rücken sind in einem etwas dunkleren Grün gehalten. Quiggle nutzt hauptsächlich seinen Eistypen für Angriffe wie Pulverschnee oder Eissturm. Attacken seines Zweittyps sind beispielsweise Lehmschelle und Erdbeben. Eine Besonderheit ist die Statusattacke Amnesie mit dem Psychotypen. Eine mögliche Fähigkeit ist Dösigkeit, die verhindert, dass das Pokémon betört oder provoziert wird. Die Fähigkeit Schneemantel erhöht den Fluchtwert während Hagelschauer. Und die versteckte Fähigkeit ist Speckschicht und halbiert den Schaden, der durch Feuer- und Eisattacken gemacht wird. Quiggle sieht man eher seltener an freier Wildbahn, wenn dann natürlich in kalten, schnee- oder eisbedeckten Gebieten wie dem Eisfahrt. Auf Nahrungssuche schnüffelt es am Boden entlang. Es entdeckt dabei manchmal heiße Quellen und wenn es etwas Vielversprechendes erschnuppert, dann stürzt es in Windeseile darauf zu. Seine Lieblingsspeise ist ein Pilz, der unter verwesendem Gras wächst. Quiggle bildet dabei die Basisform von Keifel und entwickelt sich ohne weitere Einflüsse auf Level 33 weiter. Die nächste und zugleich letzte Entwicklungsstufe wird von Mamutel gebildet. Hierbei entwickelt sich das Pokémon automatisch nach dem nächsten Level up weiter, sofern es die Attacke Antikraft beherrscht. Und mit seiner Typenkombination aus Eis und Boden ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Giftattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen-, Wasser-, Kampf-, Stahl- und Feuerattacken. Ausnahme ist, wenn das die Fähigkeit Speckschicht hat, denn dann wird, wie gesagt, der Schaden halbiert. Feuer wird dann zu normalen Schaden und Eisattacken, die normalerweise normalen Schaden machen, machen dann nur noch halben Schaden. Sämtliche restliche Attacken machen demnach normalen Schaden.